So, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Nachdem die letzte Folge nicht ganz so gut gelaufen ist, aber dann zum Schluss natürlich wieder super duper wurde, werden wir in der heutigen Folge uns erstmal zu der wundervollen Bierflasche aufmachen. Entschuldigung. Und ich hoffe einfach, dass solch eine Art von Bug nie wieder hier auftauchen wird. Also ich hatte bei einem anderen deutschen YouTuber gesehen, der auch die vorherige Mission erledigt hatte und hat dann in seinem Titel geschrieben, was ist das für ein Bug? Aber der hatte nicht meinen Bug. Ne? Bei dem hat die Sequenz ohne Probleme losgelegt. Da will ich nicht wissen, welcher Bug jetzt auf mich eventuell wartet. Ich werde es hoffentlich nie herausfinden, weil ich diesen Bug einfach nicht haben werde. Und wir haben den guten Jacob Boy hier und wir kommen. Wir gehen mal zu Fuß, ne? Achtung. Und ja, ich muss sagen, ich bin wieder gut gelaunt. Ich glaube, jeder, der mal ein Spiel gespielt hat und sehr viel Zeit investiert hat und dann solch einen Bug erlebt hat. Und ich sag mal so, der Kommentar, der war vor einem Jahr und Assassin's Creed Syndicate kam 2015? 2015, warte mal, 2012 Assassin's Creed 3. Black Flag war dann 2014. 2015 war dann Unity. Ja, dann muss Assassin's Creed Syndicate 2015 gekommen sein. Und wie gesagt, der Kommentar, der mir dabei geholfen hat, vom letzten Jahr. Aber gut, das liegt wahrscheinlich einfach nur an den neueren PCs, nehme ich einfach mal an. Mit den ganzen CPUs, aber wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber hatte ich schon mal so einen Bug? Doch, ich hatte einmal, als ich ein kleines Kind gewesen bin, hatte ich mal ein Spiel, das wollte ich auch nochmal gucken, ob das irgendjemand Let's Played, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war ähnlich wie Pokémon, nur für Mädchen. Da war man auch, ich glaube, man konnte gar nicht auswählen, welches Geschlecht man sein möchte. Auf jeden Fall war man ein Mädchen und hatte so ein blaues, kleines Geschöpf, mit dem man gegen andere Geschöpfe kämpfen kann. Und, oh, der heißt Pegasus. Ja, was sind die unmöglich. Und ja, und es ist dann immer an einer Stelle abgestürzt. Das fand ich so todtraurig, weil das Spiel jetzt nicht Spaß gemacht hat. Also ich habe es tausendmal neu angefangen, weil ich dachte, ja, dieses Mal wird es besser. Ja, so jung und naiv ist man gewesen. Und dann gab es ein Spiel, das war von der Reihe Sophies Freunde. Da hatte man dann, keine Ahnung, Sophies Freunde, die Modedesigner, hatten halt so ein Modedesign-Spiel, was auch sehr cool war. Da gab es einen richtig geilen Plot-Twist rausgebracht. Und da gab es dann Sophies Freunde, die Tierarztpraxis, und das Spiel hat nicht mehr gestartet. Beziehungsweise konnte man es 5 Minuten spielen und dann ist abgestürzt. Und ich weiß noch, damals bin ich mit meiner Mutter zum, ich glaube, Mediamarkt ist es gewesen, ja, zum Mediamarkt gesappt. Unter Tränen habe ich das Spiel zurückgegeben, weil ich mich so gefreut habe, weil ein Papagei drauf gewesen ist. Und dann haben wir das Spiel zurückgegeben, haben gesagt, ja, das ist ein Bug drauf und wir haben das Geld erstattet bekommen. Aber es war, ich war tot drauf. Ach so, das ist Eevee. Aber ich habe gar, ach so, ich habe Eevee markiert und nicht Jacob. Egal. Die Leibwache. Jacob will den Premierminister vor der Gefahr für sein Leben warnen und zur Identität des uninformierten Mannes und Namens gleichzeitig aussprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Mannes Namens B befragen. Was habe ich denn jetzt für eine Musik hier? Zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Gehört das zum Spiel? Weil ich habe nämlich, müsste zum Spiel gehören, weil ich habe nämlich da mein Browser noch offen. Hab da eigentlich alles pausiert. Und ich habe eigentlich alles auf Pause gesetzt, deswegen war ich ein bisschen. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry.
Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. So eine hübsche Frau. Wo kommt ihr her? Warte mal. Was, verdammt. Da. Verdammt. Nee, bist nicht mein Typ. Aber danke fürs Angebot. Ihr müsst mich auch entschuldigen bei euch, weil ich habe irgendwie, also es ist unterbewusst, dieses Veranlagerung, wenn wir kämpfen, ist immer so in mich rein ziche. Von der Nase oder vom Mund her. Ich war so, weil ich irgendwie immer, keine Ahnung, mit Jacob mitfiebere, dass ich auch hier wirklich alles schaffe. Deswegen tut mir leid, wenn es euch nerven sollte. Ich werde versuchen, das nicht mehr zu machen. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Jacob, wo bist du? Ja, so habe ich auch gerade geguckt. Komm sofort zurück mit dem Premierminister! Mein Gott! Muss mal hier gucken. Mein Gott, lass mich doch mal hier durch! Muss mal kurz gucken. Wo der? Mein Gott, geh mal nicht auf den Senkel, du dummer Hunde. Warte, warte, warte. Nein! Ah! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Boah, da gibt mir das schon wieder was. Da gibt mir das Böse auf uns sagen. Mein Gott, halt. Du gehst werden vorhin. Boah, Alter, was hat der denn für ein... Hinten sie sind. Da geht man auf den Sack, ey. Entschuldigung, das habe ich gesagt. Ja, man hat immer so seine Fluchwörter, ne? Die man so unter eigenen zwei Augen immer so sagt. Und dann haben die sich irgendwann eingeschlichen. So. Oh, ich habe dieses Gebimmel wieder im Ohr. Das macht mich auch schon wieder aggressiv. Das war ja ganz schön, ne, am Anfang, ne? So ein bisschen melodisch und toll, aber jetzt denke ich mir, Alter. Lass mich mit diesem Gebimmel in Ruhe. Los, lauf! So, wohin laufen wir? Links, ne? Ja. Dann. Dann. Oh, Junge! Was ist denn das? Was ist denn der jetzt? Ach nein, los! Ja, 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 ja! Und los, komm! Oh Gott. So, und jetzt? So, jetzt die Kutsche, die ich habe, ne? Wir scheinen es unversehrt überstanden zu haben. Das verdanken wir Ihnen, Mr. Frank. Nur, wo sind meine Rooks? Und ja, meine Frau. Ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Sammlerland-Palast. Zeigen Sie sich, Dexton! Zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Mach langsam! Ja, ich bin fertig. Mit einem Knüppel vorne wegmarschieren, Dizzy. So. Gletschton, fahr zur Hölle, du Hundesohn. Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gletschton unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gletschton hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madam. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart.
Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Frauen. Aber wir müssen 0% haben. Ja, guck mal, perfekt. Perfekt. Umhänge, goldroter Umhang. Okay, aber es ist nur für die gute Ivy. So. Guck mal, da können wir ja gleich weitermachen beim guten Jacob. Ja, gehen wir aus dem Weg, ja. Ganzen wundervollen Leute. Auch so ein bisschen auf die andere Seite. Aber ich muss sagen, in so einem Gebäude zu wohnen, ist doch eigentlich auch ganz entspannt, oder? Würde ich meinen. Guck mal, ich höre eine Truhe. Ich höre das doch schon auf 5 Metern. So. Und damit hier? Convincing's not enough. So. Oh, hello. Mrs. Disraelis Chauffeur. Oh Gott, nein, die hat so einen Hund in der Tasche. Das macht mich schon wieder aggressiv. Mary Ann Disraeli möchte sich Devil's Arc ansehen und benötigt die Hilfe ihres neuen Leibwächters Jacob. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond. Miles. Unsympathisch, dieser Hund. Die Reporter mit den Zeitungsmädchen ablenken. Kann ich einfach so? Oh, Entschuldigung. Warte, schieb dich wieder in die richtige Richtung. Ach so, ist es das Zeitungsmädchen? Ah nee, das ist die Tante. So, willst du ein paar Taler dazu verdienen? Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. Wie Sie wünschen, Sir. Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft! Ich führe Sie besser in die Irre, bevor Sie mich zerreißen. Mr. Bancroft! Mr. Bancroft! Was kommt als nächstes im Prince of Wales? Führen Sie mit Ruhe. Werden Sie spielen. Haben Sie uns etwas zum Stück? Muss ich einfach wegrennen? Wie die Guppies. Eine richtige Guppies einfach nur. Na, guck mal, eine Flasche. Warte mal, warte. 3 von 4 mal jetzt schon. So, jetzt erreichen wir mal Mrs. Disraelis Wagen. Ich muss sagen, das ist auch ein echt guter Nachname. Ich hätte auch so einen coolen Nachnamen gern. Ist man ja schon fancy. Gut gemacht, junger Mann. Dizzy sollte sie mit den Liberalen reden lassen. Ja, Mensch. Nun steht eine Ausfahrt nichts mehr im Weg. Jedenfalls möchte ich nicht den... So. Gut so, Mädchen. So, da kommt doch bestimmt noch mal irgendwas, oder? Da, in der Kutsche. Die Frau des Premierministers. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Und warum? Was hat die denn verbrochen? Dass sie nicht gesehen werden möchte.
bin jetzt nochmal mit Sicherheit, ne? Ja, die kann ja wenigstens was erzählen, die gute Frau, ne? So, dann nach links. Und da haben wir es schon geschafft. Oh Gott. Weiter, Mädchen. Welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Devil's Acre zu bieten hat. Ich habe keine. Gibt es irgendwo einen Laden? Ich habe keine. Ach so. Haben wir noch jemanden? Ich muss unbedingt zum Laden und ein paar Wurfmesser holen. Aber das werde ich bis... Hä? Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Ich muss ja da durch. Was für ein elendiger Kläffer. Die Hunde sind so unsympathisch. So. Sehen wir mal die alte Dame wieder unter der Hand. Guck mal. Rudenhell. Er könnte eventuell der Mann mit Benor sein. Bestimmt nicht Rudenhell. Will protect you from a leap in the dark. Naja, so sieht er auch aus. Der Hund ist so. Boah. Ich finde die so oft wie der Hechel. Das macht mich schon wieder aggressiv. Ich mache zu viele Sachen aggressiv. Finde ich überhaupt nicht gut. Ich sollte an meiner Einstellung vielleicht arbeiten. Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich? Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Sollen wir gehen? Muss eigentlich warten, bis er wiederkommt, oder? Haben die denn jetzt? Ach, da ist die Ziege. Nur die Frage, kommt der wieder? Und dann bleibt er für immer und ewig dort drüben. Okay, dann nehmen wir die wieder an die Hand. Kann ich hier einfach so stehen lassen, mit Sicherheit, ne? Der Heuhaufen. Und die paar Ratten, die da vielleicht drin sind. Ein lieber Hund. Richtig nett, ne? Warte mal. Ah, die wieder hechelt. Nee. Tschüss! So. Ja.
moving the even like that. Why don't you knock down some on your own side? What did you do? Verdammt, ne, ich hab halt. Doch, ich hab, warte. Kommt die anderen? Nö, scheint niemand zu interessieren. Okay. Nö, überhaupt nicht. Der hat es null mitbekommen. Aber die haben ja die nicht mal richtig berührt gehabt, oh, ne? Mr. Fry, sehen Sie die beiden da? Ja, die scheinen sich, Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich Welche weiß denn? Zu gut, Ach, was die. Die beiden tun. Gott segne sie. Oh. Schön mit Öl. Ach so, ja, ich habe noch einen. So, Madam. Gut, ich hätte wahrscheinlich auch die Fässer nehmen können. Aber das Wurfmesser, was ich am Anfang überhaupt nicht nehmen wollte, was für eine hat sich als eine Wunderwasser. Wunderwasser. Wunderwaffe. Ist das Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung, aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte One-Ton-Pub. Das beste Bier in Devil's Acre. Wunderbar. Ob es wohl eine Schlägerei gibt? Warum setzen Sie sich nicht? Und ich hole was zu trinken. Hm. Ja. Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. So lustig, dass er Desmond heißt. Wo haben wir den jetzt? Ich komm schon, Desmond! I'm coming! For you! Halt's Maul, Hund! Guter Junge, Desmond. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen, das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nimm mal die Beine in die Hand. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Oh Gott. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Oh Gott. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Roller. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Doch. Also, die werden es bereuen. Ach so. Verdammt. Ich wollte ja eigentlich so voll wegschnetzeln.
komm, wir sollen jetzt schnell kommen. Oder? Nun, ich muss ihn für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend danken, Mr. Frank. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immerzu prahlt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf, was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein... Schießen das Pferd da mit seinen Vorderbeinen. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Braves Mädchen. So. Tada! So ist's recht. Ja, noch ein bisschen. Danke. Ihre Station, Madam. Meine Station? Oh, das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Frauen. Ah, wir haben nur 100% bekommen. Und 1000 Pfund. So, aber was mir jetzt in der heutigen Folge so in den Kopf geschossen ist, ich werde in der, also nicht in der nächsten Folge, aber ich werde bis zur nächsten Folge die wundervollen Londoner Geheimnisse einsammeln, damit wir zu Reutjes, Jutjes Schatzkammer kommen und endlich sehen, was denn diese tolle Ausrüstung kann, außer wahrscheinlich gut auszusehen, obwohl die Thomas Carnelon Rüstung aus Unity war, glaube ich, auch nicht solch ein Prachtexemplar, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, aber ich habe jetzt nicht mal allzu viele von diesen wundervollen Fotoapparaten auf der Karte, da war ich halt schon sehr fleißig im Off. Und ja, dann werde ich die restlichen einsammeln und dann werden wir uns in der nächsten Folge bei der Schatzkammer sehen und das Geheimnis oder die Rüstung lüften. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.